Framing ist vielleicht die wichtigste Fähigkeit überhaupt, wenn es um den Vertrieb und das Ganze beginnt auch schon im Marketing, auch schon im Online-Marketing, das richtige Framing zu finden und das auch durchzuziehen mit leichten Variationen bis zum letztendlich Verkaufserfolg. Und letztendlich geht das Framing ja dann immer noch weiter, auch als Bestandskunde. Ja, ist ganz wichtig, dass du dein Framing nicht verlierst, um letztendlich deinen Kunden weiterhin zufrieden zu halten und letztendlich dann auch immer wieder Cross- und Upsells zu machen und zu generieren. Um den letztendlich Customer Lifetime Value, was ist unser oberstes Ziel im Business? Kundenwert maximieren. Ja, denn daraufhin können wir rückwärts kalkulieren. Dazu habe ich schon sehr viele Videos gemacht. Hier oben findest du alles auf meinem YouTube-Kanal. Das ist die wichtigste Kenngröße überhaupt, denn letztendlich, desto höher der Kundenwert, desto mehr kann ich wieder reinvestieren in Marketing, gute Mitarbeiter und auch gute Vertriebsmitarbeiter, die dann wiederum neue Kunden generieren mit einem sehr hohen Kundenwert. Und so geht das Ganze immer weiter. Das heißt, um diesen Kundenwert maximieren zu können, ist Framing eines der wichtigsten Geschichten, Fähigkeiten überhaupt im Vertrieb. Wir kennen das, konkretes Beispiel. Heute zum Beispiel hatte ich einige Telefonate, da ging es darum, CIOs von mittelständischen Unternehmen, Industrieunternehmen, die so knapp 500 Millionen Euro Umsatz machen. Eine sehr nette Zielgruppe, die sich entweder SAP schon im Einsatz haben oder in Kombination mit Salesforce, Oracle, Adobe, Microsoft, meistens einen von diesen großen Herstellern im Einsatz haben und sich eben viele, viele offene Fragen sind und stellen, auch häufig sich nicht so ganz, sagen wir mal, ernst genommen fühlen von diversen Key Account Managern, von diversen Softwareherstellern, weil die halt einfach sehr busy sind und sehr viel zu tun haben mit sogenannten Eight-Figure-Accounts, ja, also quasi Key-Accounts, die quasi, wo eine Person, ein Key-Accounter bei SAP, Oracle, Adobe und so weiter, quasi Eight-Figure-Kunden managt. Ne? Mit anderen Worten, also Kunden, die zweistellige Millionensummen wert sind, bezogen auf Transformationsprojekte, Einführungsprojekte, egal welche Art von Projekten, das sind halt einfach Eight-Figure-Customers. Und wenn jetzt immer so ein Mittelständler kommt, der vielleicht nur ein paar hunderttausend irgendwie hat oder ausgeben möchte oder vielleicht sogar 1-2 Millionen, selbst dann, ja, dann wird es langsam interessant, klar, ab einer Million, aber es gibt ja auch, sagen wir mal, mittelständische Unternehmen, die ja möglichst unter einer Million bleiben wollen und die müssen dann irgendwie auch aufgefangen werden und fühlen sich dann mal ein bisschen lost, weil einfach es grundsätzlich Fachkräftemangel am aktuell im Markt eben ist. Und ja, mit so jemandem habe ich heute gesprochen, um einfach nur ein konkretes Szenario hier zu schildern. Und der meinte einfach, naja, machen wir gerne einen Termin, Herr Klein. Ich möchte einfach mal wissen, was Sie so anbieten und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, können Sie vielleicht ein bisschen konkretisieren, dann kann ich mich eben besser auf unseren Teamstermin eben vorbereiten. Dann sagt er, ja, ich möchte erstmal Sie und Ihr Unternehmen besser kennenlernen und so weiter. Und das heißt, was da stattgefunden hat, war so ein bisschen Ping-Pong. Ja? Er hat mir den Ball zugespielt, er möchte mich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe ihm den Ball wieder zugespielt, ich möchte ihn erst ein bisschen besser kennenlernen. Warum dieses Ping-Pong? Weil letztendlich er erstmal quasi sich orientieren möchte. Auf der einen Seite ich erstmal quasi wie so ein Arzt, wie so ein Doktor, also das ist quasi so die Metapher. Im B2B, im Enterprise sind wir letztendlich ja nicht wirklich, sagen wir mal, in erster Instanz ja quasi Produktverkäufer oder sowas, sondern wir sind ja letztendlich sowas wie Ärzte, Apotheker. Das heißt, da gibt es einen Kunden, der hat Painpoints, Schmerzpunkte, in dem Fall hat auch das ganz konkret gesagt, dass er eben viele Painpoints hat und viele Fragezeichen und dafür eben ein offenes Ohr für ein erstes Beratungsgespräch, unverbindlich, kostenlos und so weiter. Aber um das halt möglichst konkret zu gestalten, wollte ich halt ein paar mehr Informationen, ja, weil SAP ist ein Riesenfeld zum Beispiel oder auch Oracle zum Beispiel, ja. Und ja, dann hat er gesagt, okay, ja, ich möchte das mal so einen Termin, um mich zu orientieren. Okay, haben wir dann auch vereinbart, alles gut und schön. Die Sache ist halt die, dass je nachdem, wer wen jetzt da geframed hat, ja, verläuft eben dann oder wird eben dann das Gespräch beendet. Ja? Das bedeutet im Klartext, Framing, ja,
je nachdem, wer wem es gelingt, der anderen Person also idealen Frame zu geben, hängt dann letztendlich davon ab, wer also das Resultat erlangt, was er eben in diesem Gespräch möchte. Ja, also letztendlich, ich möchte ja Framing dahingehend, dass ich möglichst, bevor überhaupt der erste Termin, der erste Discovery Call stattfindet, ich ja möglichst viel Informationen habe, weil ich ja dann mit diesen Informationen wiederum Rücksprache halte mit meinen Experten und Spezialisten, um letztendlich schon im ersten Call, der ja nur ein Kennenlerngespräch ist, in Anführungsstriche, aber wir machen ja keine Calls, ja, einfach nur so zum Kennenlernen, sondern wir sind ja alle busy, ja, und das heißt, wir wollen ja jede einzelne Minute, die wir verwenden für irgendwelche Calls, wollen wir ja verwenden mit einem Purpose. Und der Purpose ist immer der nächste Schritt. Also letztendlich machen wir ein bisschen was an die Tafel. Ganz wichtig, warum Framing so wichtig ist. Ah, das fucking Mikrofon, ich hoffe, es egal. Also, ja, hier Framing, weil, also erstens, wir wollen letztendlich immer den nächsten Schritt verkaufen, ja. Immer den nächsten Schritt. Und um den nächsten Schritt verkaufen zu können, brauchen wir natürlich die richtige Ansammlung von Informationen. Das heißt, in dem Fall, wir haben hier einen Discovery Call. Ja, Discovery Call, Kennenlerngespräch. Ja, und das ist ungefähr so wie so ein Arzt. Ja, also, banales Beispiel. Ein Patient geht zum Arzt und sagt, ich habe Schmerzen. Ja, in dem Fall war es eben so, dieser Maschinenbauer hier sagt, er hat Schmerzen. Ja, und dann sagst du, okay, welche Schmerzen? Dann sagt er, ich will zum Spezialisten, ja, ich will zum Arzt, weil ich habe Schmerzen. Und dann sage ich, das kann ich ja nicht machen, ich kann ja nicht irgendwie zum HNO, zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt schicken, wenn du Fußschmerzen hast. Ja? Und das ist genau der Punkt. Ja? Viele wollen irgendwie einen Spezialisten-Call, wenn sagen, sie haben Schmerzen, sagen aber nicht, welche Schmerzen. Ja, okay, dann schicke ich dich halt zum HNO, obwohl du Fußschmerzen hast. Der HNO wird dir nicht helfen können. Ja? Und das kannst du auch direkt so offen kommunizieren, so wie ich es gerade eben gemacht habe. Ne? Also wenn sie mir jetzt nicht sagen wollen, welche konkreten Schmerzen sie haben, okay, können wir einen generalen Call machen. Aber wenn sie dann enttäuscht sind, habe ich sozusagen, es liegt es nicht an mir, denn ich würde ihnen halt gerne einen Spezialisten anbieten in dem Call. Und ich kann Ihnen ja, sagen wir mal, keinen Hals-Nasen-Ohren-Arzt mit in den Call bringen. Wenn Sie einen Fußschmerz haben, dann bräuchten wir einen Orthopäden. Ja? Ich glaube, Orthopäde ist der richtige Ausdruck. Ja? Und ich war so selten in meinem Leben beim Arzt. Ich weiß nicht, wie die alle heißen, die ganzen Ärzte. Aber genau. Und dann sagt er, okay, das können wir dann in einem weiteren Call machen. Also er hat dann von sich aus gesagt, er hat dann seine Expectations runtergeschraubt und gesagt, okay, dieser erste Teamstermin, da will ich mich erstmal orientieren. Und wenn wir dann konkrete Painpoints eruiert haben, können wir das gerne nochmal in einem zweiten Call machen. Also das, was ich normalerweise dann sagen würde, hat er von sich aus gemacht, gesagt, der CIO von diesem 500-Millionen-Unternehmen. Also hier nochmal ganz kurz, der Frame, CIO, 500 Millionen, Maschinenbauer. Ja? Also damit wir wissen, um was für einen potenziellen Kunden wir überhaupt sprechen. Und da geht es um SAP, Produkte, Dienstleistungen und so weiter. Die geben ungefähr, ja, sagen wir mal, im Jahr so 300k für Maintenance und Lizenzen und all so ein Kram aus. Ja? Und für einzelne Projekte dann wahrscheinlich nochmal mehr, also 300k plus im Jahr. Ja, und die sind auch aktuell dabei mit ihrem aktuellen Dienstleister, was sie alles so haben, sind sie unzufrieden und so weiter. Ja? Also das ist so der Scope, ja? Size of Opportunity. Ja? Ich nehme mal so gerne diese englischen Begriffe, weil ich habe ja in England studiert und auch da ein paar Jahre gearbeitet. Das heißt, so ein paar Begriffe habe ich eigentlich gar nicht auf Deutsch irgendwie zur Ding. Size of Opportunity. Ja, okay. Damit du auch wissen, damit du auch weißt, was wir eigentlich reden. Ja, also nicht von irgendwelchen Kleinkram, sondern das ist quasi Enterprise-Zeug. So, jetzt bin ich hier wieder rausgekommen, immer noch in der, genau. Und ja, that's it. Ja? Also wir sind quasi wie so ein Arzt, also erstmal sind wir wie so ein Arzt, wie so ein Apotheker, wie so ein, ja, so ein Fürsorger. Ne? Also wir wollen die Probleme erstmal wissen, um dann letztendlich zum Spezialisten weiterleiten zu können. Ja?
Und es ist völlig unmöglich, dass du im Enterprise Spezialist bist für auch in anderen Bereichen für alle möglichen Sachen. Das heißt, du wirst immer einen Spezialisten brauchen. Ja? Also es gibt so viele Themen, ja, MDM, Logistik, E-Shop, was weiß ich noch alles, ja, BTP und so weiter und so weiter. Ja? Das ist echt eine komplexe Welt und es wird auch immer komplexer und Supply Chain, ja. Da haben so einige ihre Probleme aktuell, ja. Ja, okay. Also, das war jetzt einfach so mal so ein Video, wo ich einfach mal sagen wollte, okay, schau immer, dass du das richtige Framing hinbekommst. In dem Fall war es jetzt nicht so optimal, aber normalerweise schaue ich immer, dass ich sage, hey, wie so ein Arzt, wie so ein Doktor, ne? Ich kann dir nicht sagen, ich kann dir nicht garantieren, dass es ein sinnvoller Termin wird, ja, wenn du mir nicht sagst, du gibst mir ja schon zu. Er hat von sich aus gesagt, wenn ich keinen Pain hätte, würde ich jetzt mit Ihnen hier gar nicht sprechen, Herr Klein, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, welchen? Weil dann kann ich gleich den Spezialisten, den HNO, ja, den Gehirnarzt oder den, keine Ahnung, den Internisten, wenn sie Bauchschmerzen haben, ja. Wollte aber nicht sagen. Also kann ich auch den Experten eben nicht mit dazuziehen. Das wird dann wahrscheinlich erst im übernächsten Call stattfinden. Warum ich damit insgesamt nicht so ganz zufrieden bin und warum ich dieses Video auch mache, weil es eigentlich zu vermeiden gilt, dass das so läuft, ja. Um Zeit zu sparen. Weil er hat mir jetzt einen Termin gegeben in 2 bis 3 Wochen. Dann machen wir den Termin, dann finden wir die Pain Points, dann sagt er, okay, mach mal einen Folgetermin, dann dauert es wieder 2 bis 3 Wochen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Und wir wollen ja immer möglichst kurz das Ganze ziehen, ja, immer zusammenziehen das Ganze. Bis dahin, dein Thomas Klein. Und ja, wenn du, sagen wir jetzt halt irgendwie auch noch Fragen hast und so, kontaktiere mich einfach, buch dir einen Termin für 30 Minuten, hier irgendwo findest du den Link, du kennst das Spiel, ja, und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Spaß und viel Erfolg beim Headhunting. Headhunting sage ich schon, nein, Quatsch, beim Leadhunting oder beim Vertrieb generell. Bis dann, tschüss.